Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wo wir das Epiphaniasfest feiern, wollen wir heute besonders für die bitten, die im Finstern wandeln, weil sie keine Hoffnung haben, weil sie überarbeitet sind, überanstrengt sind, weil sie einfach mit dieser schwierigen Lage nicht fertig werden. Wir denken ganz besonders an alle Ärzte und Pflegepersonal in den Krankenhäusern, in den Altersheimen, die zum Teil über ihre Kräfte hinaus arbeiten müssen. Stärke du sie. Gib, dass sie etwas von deinem Licht und von deiner Hoffnung erleben können und wieder Kraft bekommen für ihren Dienst. Wir bitten dich für alle, die den Mut aufgegeben haben aus anderen Gründen, weil sie all ihr Eigentum verloren haben, weil sie keine Einnahmen haben, weil sie nicht wissen, wo sie ihr Brot für morgen herholen sollen. Herr, schenke Lichtblicke, schenke Hilfe, gib, dass wir auch erkennen, wo wir anderen helfen können. Wir denken an alle, die wie die Weisen aus dem Morgenland auf der Suche nach dir sind. Gib, dass sie dich finden können, damit sie bei dir froh werden. Und wir bitten dich für alle, die wie die Schriftgelehrten und wie Herodes alles wissen und dich doch nicht finden. Herr, schenke ihnen einen Blick für deinen Weg, damit sie erkennen, wo ihr Wissen und ihr Besserwissen sie vom Licht weghält. Wir bringen auch zu dir all die Dinge, die bei uns, die wir auf dem Herzen haben. Höre, was jeder in der Stille betet. Und nun beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun empfang den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Jetzt hören wir als Nachspiel etwas, was ich bei dem großen Posaunenfest in Dresden vor einigen Jahren aufgenommen habe. Zigtausend Bläser haben sich dort versammelt, etwas, was heute unter diesen Umständen nicht möglich ist. Aber das Lob Gottes erklingt und dieses Lied, wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, will uns auch Mut machen, nach vorne zu gehen und zu wandeln, mit Gott in dieses Jahr zu gehen. Der Friede geleite uns.